Ja, also ich bin Karl-Henning Seemann und bin jetzt inzwischen 87,5 Jahre alt und davon fast 70 Jahre mit Bildhauerei befasst und müsste jetzt ziemlich weit ausholen, wenn ich Ihnen mehr erzählen sollte als dieses Vorstellungsgespräch oder diese Vorstellung. Da wäre es nicht falsch, wenn Sie noch mal was fragen würden. Ich habe sehr gerne und sehr viel, und es muss wohl auffällig gewesen sein, viel gezeichnet in der Grundschule. Und daraus hat sich dann etwas umso leichter entwickelt, als meine jüngere Schwester musikalisch war und Klavierunterricht bekam. Das ist aber nicht die Pianistin hier, sondern meine Schwester. Und dann überlegten die Eltern, Schule war viel aus nach dem Kriegsende, dann könnte ich doch ein bisschen gefördert werden mit dem Zeichnen und Malen. Und da war dann ein Kunsterzieher und Zeichenlehrer und Maler, der noch so in der Tradition von Caspar David Friedrich sehr im 19. Jahrhundert verwurzelt war, aber ein guter Maler war, und bei dem habe ich dann eben auch gemalt und dann mich so einigermaßen entwickelt. Und dann sind, ich weiß nicht, wo habe ich sie jetzt? Da oben ist eine Plastik, steht eine Plastik aus Holz. Die könnte ich mal, könnten Sie mal runterholen, wenn Sie wollen. Steht hier oben auf dem Schrank. Die habe ich dann 1950 gemacht, ein Mann mit zwei Pferden. Und habe dann auch mal Schulwettbewerbe gewonnen und vor allem zum Abitur meine Lehrer als Handpuppen auftreten lassen. Und dann hatte ich eben auch das Glück, dass ich die Aufnahmeprüfung an die Kunstakademie in Ost-Berlin bestehen konnte, obwohl das nicht die Regel war. Man erwartete da eigentlich, dass die Bewerber einen Abschluss an einer Fachschule vorweisen konnten. Das war dann für mich ganz schön, weil ich diese handwerklichen Dinge, mit denen ich natürlich im Rückstand war, die habe ich dann natürlich auch mit viel Elan und Ehrgeiz nachgeholt, habe dann sehr viel dort gelernt. Ich hatte mich aber auch gleich in Ost-Berlin beworben und nicht etwa in Dresden oder Leipzig oder auf der Burg Giebichenstein, sondern ich hatte immer schon von Anfang an den Blick nach Westen, wollte mich im Westen orientieren und gegebenenfalls hinübergehen, und das habe ich dann auch geschafft, nicht ohne meine Eltern und meine Geschwister mit rüber gesteuert zu haben. Und dann hatte ich schon die Ostberliner Zeit sehr genutzt, um auch bei Bill Grohmann Kunstgeschichte zu hören und mich dann eben auch rundum über die Moderne zu informieren. Und so gelangte ich dann wiederum nach einer Aufnahmeprüfung nach West-Berlin und an die Westliche Kunstakademie. Und habe dann nach zwei Semestern bei den Professoren Gonda und Jenisch war ich dann in der Heiliger Klasse bei Bernhard Heiliger gelandet. Und
habe da dann zum Beispiel auch diese Kuh, die Sie gesehen haben, gemacht und noch verschiedenes andere. Und dann war ich aber nun, wie es dann ist, wenn man als Flüchtling in eine neue Umgebung kommt. Es war ja nicht ein neues Land, aber es war eine andere Umgebung der Westen als der Osten. Und so hatte ich eben Sorge, wie ich wohl mit den Füßen auf die Erde kommen könnte in Westdeutschland oder in West-Berlin. Und so habe ich mich dann mal erkundigt, wie ich zu einem Staatsexamen für den höheren Schuldienst kommen könnte, auf der Grundlage meiner Bildhauerei, freier Bildhauerei. Und habe dann von verschiedenen Hochschulen alle möglichen Fragebögen bekommen und bürokratische Antworten. Aber von Gerhard Gollwitzer, dem Leiter der Kunsterzieherausbildung in Stuttgart, habe ich eine sehr nette kleine Postkarte bekommen, der in Stuttgart die Kunsterzieherausbildung auf eigene Füße gestellt hatte, indem er nämlich gesagt hat, die Ausbildung von Kunsterziehern sollte nicht parallel, sondern zusammenlaufen mit der Ausbildung der freien Künstler. Die freien Künstler werden nicht dümmer davon, wenn sie in den Fachklassen sich wirklich mit Kunst auseinandersetzen. Und das heißt eben nicht nur irgendwelche Lehrpläne und Stundenpläne absolvieren, sondern eben auch das Scheitern lernen. Also sich wirklich mit Kunst so auseinandersetzen, mit dem vollen Risiko, mit dem es eben die freien Künstler auch tun. Und umgekehrt schadet es den freien Künstlern nicht, wenn sie über die Nachbarschaft mit den Pädagogen eben auch einen etwas allgemeineren Kunsthorizont entwickeln müssen. Kurz und gut, ich habe mein Abitur 5,5 Jahre nachdem ich es in Ost-Berlin gemacht hatte, in West-Berlin noch einmal, ich habe mich nicht in Ost-Berlin, sondern in Wismar gemacht hatte, das Abitur, habe ich es in West-Berlin dann nochmal nach westlichen Maßstäben wiederholt und bin dann nach Stuttgart gegangen und habe mein Staatsexamen für den höheren Schuldienst gemacht, nach einem kurzen Zwischenspiel an einem privaten Gymnasium habe ich dann eine Assistentenstelle bekommen bei der Ausbildung von Architekturstudenten, was für mich sehr bildsam war, denn die Ansprüche, die das Architekturstudium an konstruktives und auch intellektuelles Denken stellt, sind eben fruchtbarer, und auch die Ansprüche, die dann eben die Ausbildung von Architekturstudenten an das Lehrpersonal stellen. Ich werde immer wieder mal gefragt, können Sie oder können Ihre Studenten von der Kunst leben? Und ich kann darauf nur antworten, ich kann es. Wenn ich es gewusst hätte, dass ich es kann, hätte ich mir so viele Umwege nicht aufladen müssen. Ich habe es mir aber nicht zugetraut, sondern ich habe so wie die viele Bildhauerkollegen ihr Steinmetzhandwerk oder ihre Holzbildhauerkunst in die Waagschale werfen, wenn es ums Geldverdienen geht, also übers Handwerk ihre Existenz begründen. So habe ich nun eben bei meinem Werdegang, weil ich eben auch direkt von dem Gymnasium auf die Hochschule gekommen bin, den Weg über die Theorie und über die Kunsterzieherausbildung, mit der ich nicht angefangen habe, sondern die ich auf das freie Studium draufgesetzt habe, habe ich eben mir diese Basis
geschaffen. Und damit habe ich dann eben diese Assistentenstelle bekommen in der Ausbildung von Architekturstudenten, bei der ich eben auch wieder in verschiedenen Richtungen etwas weiter gelernt habe, vor allem im konstruktiven Denken und auch im konstruktiven Darstellen, sprachlichen Darstellen. Wer steht denn da im Schatten? Naja, und das war dann eben meine Basis und meine Arbeit an der Hochschule hat natürlich auch sich aus dieser Art meiner künstlerischen Existenz ergeben, dass ich nämlich auch gesagt habe, wir werden in Stuttgart ja auch zu 30% etwa für die Ausbildung von Kunsterziehern bezahlt. Viele nehmen das gar nicht zur Kenntnis, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil des Kunststudiums in der Stuttgarter Akademie, dass die Kunsterzieherausbildung integriert ist in die freie künstlerische Ausbildung. Und das reimt sich bei mir eben auch auf meine eigene Existenz, dass ich nämlich, wenn ich eine Aufgabe zu erfüllen habe, dass ich dann eben weniger darauf achte, dass unbedingt jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit irgendein Ding steht, das meinen Namen trägt. Sondern dass ich versuche, von der Architektur her, vom Thema her, von der Ökonomie her, von allen diesen Ausgangsfaktoren her, eine Lösung finde, alle Fragen eines Problems beantwortet werden. Und da habe ich immer wieder das Glück gehabt, dass ich dann auch Wettbewerbe gewonnen habe, weil ich nicht in erster Linie meinen eigenen Eierstempel feil geboten habe, sondern zunächst mal das Problem versucht habe zu erkennen, es dann zu analysieren und dann für ein neues Problem eben auch eine neue Lösung zu finden. Und dieser Zusammenhang zwischen Problem auf der vollen Breite der Aspekte, die nun einfach mal zur Lösung einer Aufgabe gehören, eine Lösung zu finden, dazu auch die Studenten zu befähigen, dass sie eben einen so offenen Horizont haben, dass sie eben eine Arbeit für einen Sakralraum oder für ein Krankenhaus oder für eine Kaserne eben je nach der Aufgabenstellung oder für einen Innenraum oder für ein Foyer, wie da diese Plastik für die Berufsgenossenschaft oder eben für eine Plastik in der Landschaft, sich eben, wo die Aufgabe sich unterschiedlich stellt, eben auch die Lösung unterschiedlich ist und auf dieser Basis sowohl die künstlerische Pädagogik aufbaue, wie auch die praktische Durchführung eines bildnerischen Objektes. Da gibt es also Beispiele, wo sich das also wirklich dran erklären lässt, ein Kirchenportal oder eben auch eine Plastik wie in Kiel, eine Denkstätte am Platze einer zerbombten Kirche, an deren einer
Ecke eine Plastikstand von Ernst Barlach, den Geistkämpfer, den die Nazis als entartete Kunst beseitigt haben, wo dann aber ein Malerfreund von Ernst Barlach darüber zugekommen ist und gesagt hat, das Ding, das ist entartete Kunst, ihr habt völlig recht, wenn ihr das abbaut, aber für die Entsorgung will ich wohl aufkommen. Und die Leute waren erleichtert und die Plastik ist dann in Kisten verpackt im Atelierhof dieses Malers stehen geblieben in Güstrow und hat den Krieg überlebt. Die Kirche, die man sauber halten wollte von der entarteten Kunst, ist zerbombt worden von denselben Leuten oder auch durch die Schuld derselben Leute. Und was ich vorfand im Wettbewerb, war eben eine grüne Rasenfläche, wo an einer Stelle etwas für einen Altar oder für etwas entstehen sollte, wo früher der Altar gestanden hatte, an einer anderen Stelle, wo früher mal eine Taufplastik stand und an einer dritten Stelle eben die Plastik von Ernst Barlach mit dem Geistkämpfer. Und ich habe versucht, diese sehr unterschiedlichen Aufgaben eben auch sehr unterschiedlich zu lösen. Hatte ich das Gefühl, meine Güte, und wo ist jetzt der echte Seemann? Ja, der hat den Wettbewerb gewonnen, weil er auf die Aufgaben, auf die Problematik eingegangen ist und nicht auf das Ziel, sich selber wieder mal an irgendeiner Stelle zu verwirklichen. Und so hat sich meine Existenz aufgebaut aus diesen verschiedenen Aspekten und dann vor allem auch aus dem Aspekt der vierten Dimension der Bewegung, dass eben so wie sich bei der Gestaltung eines Auftrages oder der eigenen persönlichen Entwicklung die Zeit eine große Rolle spielt, der zeitliche Ablauf, so eben auch bei der Entwicklung einer plastischen Idee, wo das Erlebnis eines Bewegungsablaufs zur schnellen oder langsameren, je nachdem, Skizze, zur Kleinplastik und von der Kleinplastik zur größeren Arbeit, also auch ein gewisser systematischer Umgang mit der Dimension der Zeit dazu geführt hat, dass ich dass um jedes Problem und um jede jede Aufgabe sich eben eine Kette von Objekten rankt, mit denen ich eben dieses Problem, mich an dieses Problem herangetastet habe. Und das ist also das, was wahrscheinlich das Wesentliche ist, das sich durch 70 Jahre Bildhauerei bei mir hindurchzieht und dadurch auch eine gewisse Vielfalt, zu einer gewissen Vielfalt geführt hat. Wobei ich eben es immer wieder darauf habe ankommen lassen, dass etwas anders wird als das, was ich vorher gemacht habe, und dass trotzdem die eigene Handschrift natürlich wieder auf neue Weise hindurchschimmert. Das heißt, ich... Was piept? Aufhören, oder? Nee, ganz konkret nochmal, wenn Sie jetzt in 3-4 kurzen Sätzen nochmal sagen, was ist für Sie dann ein typischer Seemann? Genau das ist eben meine Antwort. Es gibt keinen typischen Seemann in diesem Sinne. Mich hat also auch mal eine Gruppe von Bürgern interviewt und gesagt, ja, und was ist denn jetzt Ihre Botschaft? Dann sage ich, meine Botschaft ist, dass ich
zu jedem Problem, das ich zu lösen suche, mit einem Ergebnis aufwarte, das ich für diesen Zweck erarbeitet habe. Und das ist dann die Botschaft. Einmal hier und einmal da. Ja, aber was ist Ihre Botschaft im Ganzen? Und da wartet dann jemand auf eine solche Kurzantwort und zugleich mit der kurzen Frage und der kurzen Antwort, was ist ein typischer Seemann? Und dann sieht man das an irgendeinem äußerlichen Merkmal und sagt, ach ja, da kann man es schon wieder erkennen. Gerade das gibt es bei mir nicht. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Auch übrigens ein Beispiel dafür, wie mein Interesse für die Zeit von der Zeit selbst wieder überholt worden ist. Und zum Beispiel die Nachrichtenübermittlung, wie es die Aufgabe war, wie sie sich mir gestellt hat, vor einem Fernmeldeamt der Bundespost. Wie sich da für mich die Aufgabe gestellt hat, indem ich gesagt habe, die klassische Form der Nachrichtenübermittlung ist doch der Staffellauf. Dadurch ist diese Sportart zustande gekommen. Die Staffel, das war vielleicht mal eine Papyrusrolle, wird weitergereicht von schnellen Läufern und die auf diese Weise die Nachricht vermitteln. Hätte ich da einen klassischen Staffelläufer, zwei Staffelläufer gemacht, dann hätte jeder vernünftige Mensch gefragt, was soll denn diese Sportplastik vor der Post? Absurd. Jetzt habe ich aber eine Plastik so aufgelöst, dass sich in einer aufgelösten und in verschiedenen Phasen auf verschiedene Phasen verteilte Plastik sich auch ein zeitlicher Ablauf abspielt. Das ist da unten am Zaun sehr gut zu sehen, wenn man davor steht. Ich erlebe es öfter mit Leuten, mit denen ich durch den Garten laufe, und ich versuche denen etwas zu erklären wie den Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt ist ein akustisches Phänomen, und dann kommt gerade ein Auto vorbeigefahren und es macht genau das, was meine Plastik auch macht. Es ist vorbei. Das Anschwellen und wieder Abschwellen der Bewegung und des Tones und damit auch das Problem der Zeit und der Geschwindigkeit, das sich dann eben niederschlägt in diesem vierdimensionalen Staffellauf. Weshalb ich darüber jetzt selber schmunzele, heute reicht es, wenn Sie in Löchgau an irgendeiner Stelle auf irgendeinen Knopf drücken, und in Sydney oder in Tokio geht im Bruchteil derselben Sekunde ein Licht an oder aus. Das heißt, die Nachrichtenübermittlung hat sich längst so beschleunigt, dass diese Auseinandersetzung mit der Geschwindigkeit, wie sie auch die Futuristen beschäftigt haben, mich selber nun auch überholt hat. Aber für mich ist das trotzdem eben ein Teil meines Lebens und damit auch historisch. Und da haben Sie mich sehr treffend nach einem passenden Beispiel gefragt und das gut ausgewählt. Und insofern finde ich diese Staffelläufe nach wie vor eine wichtige Arbeit, die mit der vierten Dimension, mit der Dimension der Zeit,
sehr viel zu tun hat und damit natürlich mit dem Kern meines Interesses. Aber die Kuh von 1956, die sich, als wenn sie vielleicht mit der Zunge nach einer Fliege ausschlägt oder leckt, dieser Bewegungsfluss aus einer augenblicklichen kurzen Bewegung mit dem fruchtbaren Augenblick nach Lessing, wo sich die Kuh eben wendet und dieser Bewegungsfluss über die stabilen Stützen der drei Punkte mit den vier Beinen und über diesen drei Punkten sich eben ein kreisender Bewegungsablauf entfaltet, der eben mehr ist als nur die plastisch modellierte Momentaufnahme. Ist das etwa die Antwort auf Ihre Frage? Es ist auf den ersten Blick natürlich eine Frage der Statik. Gerade bei einem einarmigen Handstand, wo der eine auf den Arm des anderen oder auf dem einen Arm des anderen steht mit einem Arm, kann man natürlich sagen, genau das ist das Gegenteil von Bewegung, wenn in der Statik sich das alles so bündelt, dass diese Figur steht und nicht umkippt. Da hat eben schon Lessing in seinem Laocoon einen sehr schönen Essay über dieses Thema, zunächst über andere Formen der Kunst, aber eben auch über die Plastik, sich geäußert. Und er hat in diesem Laocoon von einem fruchtbaren Augenblick gesprochen. Jetzt könnten wir ja mal annehmen, einer würde mit einem Arm auf dem einen Arm des anderen einen Handstand vollbringen. Die Figur könnte bestimmt nicht so lange stehen wie jetzt über Jahrzehnte meine Bronzeplastik, sondern die Bewegung wäre darauf angewiesen, dass man sie nach längerem Hinschauen immer noch ertragen kann, dass man immer noch nicht das Gefühl hat, wann hört denn das jetzt endlich auf, sondern dass der Augenblick so fruchtbar ist, dass man das vorher, wie er sich in die Höhe gereckt hat, und das hinterher, wie er wieder heruntergesprungen ist, dass man die Phasen vorher und nachher mit dem Auge vorwegnimmt und zwischen den bildnerisch weniger ergiebigen Phasen man eine erwischt, die nun alles andere mit enthält. Und da ist nun gerade dieser Handstein ein gutes Beispiel für diesen fruchtbaren Augenblick, in dem eben auch die Spannung und die Kraft und die Dynamik zum Tragen kommt. Um es deutlicher zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Dynamik und ich habe jetzt Wortfindungsschwierigkeiten müssen. Dynamik wir, und Statik. Nein. Nee, nein, die nicht. Okay. Sondern die Kinetik. Da gibt es ein schönes Beispiel, was meine Mutter mir erzählt hat. In der Grundschule, 7-8-jährig, bekamen mein Freund und ich jeder einen Stabilbaukasten. Und ich erzählte zu Hause beeindruckt, was der Hermann, so hieß er,
da gebaut hat aus seinem Stabilbaukasten. Da habe ich meiner Mutter erzählt, wie ich gestaunt habe. Der hat an der einen Stelle irgendwas gemacht, wo er dran gedreht hat. Und am anderen Ende im Zimmer hat sich's bewegt. Und da war ein Transmissionsbindfaden, der diese Bewegung hinübergetragen hat. Das ist Kinetik. Und es hat auch gerade in der Werklehrerausbildung oder auch im Teil der modernen Plastik kinetische Plastiken gegeben, die eben dann auf so eine mechanische Weise eine Bewegung vollführen. Manchmal angetrieben durch Wind oder durch Wasserkraft oder eben durch eine Feder wie ein Uhrwerk. Und das ist ein Weg in der Bildhauerei, die zu einer kinetischen Form geführt hat. Und mein Freund kam nach Hause und sagte, ah, der Karl Henning, der hat was mit dem Stabilbaukasten gemacht. Der hat eine Giraffe gemacht und einen Skiläufer. Und die sehen aus, als wenn sie sich bewegen. Und das ist dann eben die Dynamik, die innere Kraft des Volumens, die das Volumen zum Schwingen und zur Illusion von Bewegung bringt, obwohl es stillsteht, im Unterschied zur Kinetik, wo man es sich bewegen lässt. Und das ist vielleicht eine gute Unterscheidung, dass eben das Problem der Bewegung in der Bildhauerei etwas mit der Sprache der Bildhauerei zu tun hat, die auf den Grundelementen der bildhauerischen Substanz beruht. Das ist das Volumen, von dem wir alle selber leben mit unserem eigenen Körper und mit der eigenen Tatsache, dass unser Körpervolumen zu 90% aus Wasser besteht und sich nach dem Gesetz des Wassertropfens die Form mit einer denkbar kleinsten Oberfläche das größte Maximum an Volumen umfassen kann. Ja, das ist das keramische Prinzip, ist das Volumen einer Vase, eines keramischen Gefäßes, das seine Dynamik aus seinem Inneren und aus seiner Wölbung von innen nach außen bezieht. Und es gibt das andere, entgegengesetzte Prinzip, das unser Körper auch enthält. Das ist das Skelett, das Prinzip der Skeletthaftigkeit. Sonst könnten wir ja nicht mit unseren Fingern, wer weiß wie weit, beim Taschendieb noch weiter, in den Raum hinausgreifen. Sonst könnte der Pianist nicht mit seinen Fingerspitzen die herrlichste Musik hervorzaubern. Und sonst könnte nicht der Baum an seinen feinsten Enden jedes Jahr von neuem neue Blätter treiben lassen. Und sonst könnte nicht der Baukran über zig Meter Entfernung die größten Arbeiten, die feinsten Arbeiten, größten Gewichte bewältigen. Das Prinzip der Skeletthaftigkeit entspricht als Gegenpol dem Prinzip der Keramik, des Volumens. Und ein drittes Prinzip, das wir in der Bauplastik der griechischen und ägyptischen Antike kennen, die Skulptur
die ihre innere Spannung durch die architektonische Gliederung des Blocks und des Stammes, des Baumstamms bezieht, der von außen nach innen, nach strengen Regeln der Konstruktion dadurch geschaffen wird, dass anders als das keramische Gefäß, das von innen nach außen getrieben wird, von außen nach innen der Stein eben bearbeitet wird und dann sich auch nach den Regeln der Geometrie und der Architektur und der Schwerkraft gliedert. Das ist die Blockhaftigkeit. Unser eigener Körper ist nach diesem Prinzip der Blockhaftigkeit gebaut. Wir alle sind symmetrisch gebaut, haben eine Frontalansicht in archaischen Formen der Bildhauereigeschichte ist diese frontale Gliederung einer Figur mit einer Symmetrieachse zwischen Augen und Armen und Beinen und symmetrisch gegeneinander gegenüberliegenden Teilen mit Seitenflächen und Rückfläche ist diese Symmetrie auch in unserem Körper enthalten. Das heißt, wir sind gebaut wie die Steinskulpturen, sonst könnten die nicht so menschlich aussehen, wie Steinskulpturen, die wir aus der griechischen Antike oder aus der Gotik kennen, nach dem Prinzip der Blockhaftigkeit. Plastik mit herrlich gespanntem, von innen nach außen blühenden Volumen in der Entfaltung des Volumens im Sinne der Keramik, des Wassertropfens. Und wir erleben die Skulptur auch in der Entfaltung bis in die feinsten Glieder, und da kann ich jetzt von Blattspitzen, Knospen oder Fingerspitzen sprechen oder eben von der enormen Tragkraft eines räumlichen Skelettbaus. So entsprechen bestimmte Bauprinzipien in der Natur unserem eigenen Körperbau, und alles das erklärt sich natürlich auch aus der Dynamik solcher plastischen Vorgänge, die wir in der Natur genauso entdecken, wie wir sie im eigenen Körpergefühl wiedererleben. Ein Monument zu schaffen. Gerade in der Bauplastik der 20er Jahre, ich greife nochmal zurück auf meine Plastik in Hamburg, in der ich auch an einer solchen klassischen Aufgabe am Bau mit Frontalität und Statik zu tun hatte, da bietet sich's an, ein Monument zu schaffen, das streng und statisch und auf der Grundlage der Symmetrie und des ruhigen Stehens entstehen sollte. Und ich habe auch diesen Ausgangspunkt gewählt, weil es ja ein Denkmal, eine Statue sein soll, Statue wie Statik. Wenn Sie aber um die Plastik herumgehen, sehen Sie, dass wenn man von außen in Richtung Innenstadt geht, dann sieht man den Staatsmann in einer ziemlich ruhigen Ansicht mit einem bedächtigen Griff der Hand nach dem Manuskript in der Tasche, und der rechte Fuß folgt der Bewegung, aber bringt sie zur Ruhe, und der Kopf
strahlt Ruhe aus. Und auch die gewisse Strenge des verantwortungsvollen und erfolgreichen Politikers. Kommt man aber von aus der Stadt oder sieht man sich die Plastik von der Seite an, die den Bürgern zugewendet ist, dann wendet er sich über das Standbein hinweg ganz leicht in die Richtung seines linken, seines Standbeins über den linken Arm, der nun nicht nach dem Manuskript greift und seine politische Rolle spielt, sondern diese linke Hand, die trägt die für ihn sprichwörtlich gewordene Zigarre und für seine freundlichen bürgernahen Sprüche wie zu den Bundeswehrsoldaten, nun sieht man tüchtig, es ist die Zuwendung zum Bürger und es gibt auch so ein leises Gefälle im Boden, da steigt man auf zu dem Mann, der sich einem zuwendet und mit einem Bewegungsfluss, der fast unauffällig hinaufgeht bis zu einem auch im Gesicht sich anders zeigenden Heuss, der dann auch verbunden ist mit dem Namen Papa Heuss. Und dieses Doppelte, souveräne Persönlichkeit des Staatsmannes und der väterliche der väterliche Gestus des geliebten Landesvaters. Das habe ich versucht, in dieser verhaltenen Dynamik zum Ausdruck zu bringen. Und wenn man da jetzt nach der Statik suchen wollte, jedenfalls ist diese Figur nicht in einer Pose erstarrt, sondern es geht, glaube ich, ein leiser, aber bestimmter und vor allem alles durchdringender Fluss durch die Figur. Sehr schön, herzlichen Dank. Seid ihr so? Es gibt Bildhauerei, solange es Menschen gibt. Das sind einige zigtausend Jahre. Und es gibt Vorbilder, solange es Bildhauerei gibt. Und für mich ist alles, was Menschen je an Plastischem gemacht haben, Vorbild, positiv oder negativ. Etwas, was mich interessiert oder weniger interessiert, etwas, was mich wirklich begeistert. Ich lebe mitten in dieser Tradition und ich weiß ganz genau, ich bin nicht der Erste, der so etwas macht, aber ich werde auch nicht der Letzte sein und ich werde mit meinem eigenen persönlichen Beitrag auch in der Summe vielleicht auch nichts machen, was es nun schon, wer weiß, wie oft gegeben hat. Aber trotzdem kann das, was heute ein Bildhauer macht, nicht traditionslos sein. Und wenn Sie mich jetzt sagen, was sind Vorbilder, dann kann ich nur sagen, in allen Perioden gibt es Bildhauer, die mich unglaublich faszinieren und die für mich natürlich eine Rolle spielen. Da gibt es von Picasso und Laurent und Rodin bis hin zu und Mayol, bis hin zu Bernini, dem großen Barockmeister, oder Josef Anton Feuchtmayer, dem Rokoko
Holzschnitzer, Holzbildhauer oder Tillmann Riemenschneider oder Polyklet oder Phidias oder bis zu den vielen großen ägyptischen Bildhauern, deren Namen wir nicht kennen. Es ist ein ganzes Register, und das ist ja auch das, was ich Studenten weitergeben kann. Wir leben mitten in dem Metier der Bildhauerei und haben natürlich alles zum Vorbild, was uns begeistert. Und es liegt im Wesen künstlerischer Arbeit, dass wir Vorbilder nicht imitieren und etwas noch einmal machen, was schon mal gemacht ist und was man nicht noch mal machen muss. Das wird dann sowieso schlechter, sondern dass man von den Vorbildern lernt, um wieder etwas Eigenes, anderes daraus zu machen. Super, vielen Dank. Was ich der Gesellschaft mitgeben, den Wunsch nach Frieden, nach bleibendem Frieden und der Bewahrung, die Dinge, mit denen wir versuchen, etwas zu schaffen, das uns überlebt und eben hoffentlich dadurch überlebt, dass es nicht wieder kaputtgeschmissen wird.